Halbjuden gleichgestellt mit Volljuden? Aber, meine Herren, das stellt ja alles auf den Kopf, was das Innenministerium seit 6 Jahren vertreten hat. Mit Gründen, meine Herren. Verzeihen Sie, Herr Staatssekretär, es geht noch weiter. Es sind ja Ausnahmen vorgesehen. Ausnahmen oder nicht. Wir können nicht plötzlich die Halbjuden schlechter stellen, zum Tragen des Judensterns zwingen und sie nun, sagen wir mal, abschieben. Das ist völlig ausgeschlossen. Aber so hören Sie doch erst einmal zu. Es heißt hier, von dieser Behandlung sind auszunehmen A. Halbjuden, die mit Deutschblütigen verheiratet sind. Das versteht sich ja wohl von selbst. Insofern sie mit ihnen Kinder als Vierteljuden haben. Unannehmbar. Und B? B sind ausgenommen Halbjuden, für die von höchsten Stellen der Partei und des Staates aufgrund ihrer besonderen Verdienste auf lebenswichtigen Gebieten der Arierstatus gewährt wurde. Sehr großzügig. Allerdings ist weiterhin vorgesehen, jeden dieser Fälle nochmals zu überprüfen. Unter welcher Federführung? Selbstverständlich der Ihrigen, Herr Staatssekretär. Im Zusammenwirken mit der Parteikanzlei? Ja, sicher. Wobei nicht auszuschließen ist, dass mit einer neuerlichen Entscheidung der den Halbjuden gewährte privilegierte Status wieder zurückgenommen wird. Sieh mal an. Meine Herren, mit Ihrer Erlaubnis eine drastische Frage. Auf welchem Mist ist denn dieses Papier gewachsen? Doch nicht auf dem Ihrigen.